Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren AFK Arena Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Testserver und ich denke mal, ihr habt es ja schon am Titel erkannt, es gibt ein neues Event. Gestern kam noch das Event hier raus mit dem Labyrinth, also das Labyrinth-Event. Falls ihr das noch nicht ausgecheckt habt, checkt das auf jeden Fall gerne aus. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt aber erstmal das neue Event an und zwar haben wir hier die Option links und rechts das Event. Und zwar würde ich erstmal sagen, klicken wir erstmal auf das Link und ich denke mal, euch kommt das Ganze hier ein bisschen bekannt vor. Es hat sich auf jeden Fall einiges geändert zu den ganzen Inselebenen Events, die davor auf jeden Fall am Start waren. Und zwar ist die erste Änderung, ich denke mal, ihr könnt es ja selber erkennen, damals hatte man eine Belohnung zur Auswahl, jetzt sind es auf jeden Fall drei Belohnungen. Ich habe mich ja, wie gesagt, hier schon ein bisschen durchgeklickt und bin auf jeden Fall schon bis Ebene 4 gekommen. Bin mir auf jeden Fall nicht sicher, ob man alle drei Belohnungen pro Ebene bekommt, denn ich habe es persönlich auf jeden Fall so gemacht, dass ich direkt nach der ersten Belohnung, die ich hier bekommen habe, direkt auf die nächste Ebene rüber geswitcht bin, denn es ist auf jeden Fall so, hier steht es auf jeden Fall zumindest bei Belohnungen bei Ebene 10 und hier haben wir auf jeden Fall viel bessere Belohnungen. Ich bin mir auf jeden Fall jetzt leider nicht sicher, ob man dann ab Ebene 10 nur diese Belohnungen einsammeln kann oder ob das dann nur für jede 10. Ebene so ist. Also da bin ich mir auf jeden Fall nicht sicher. Deswegen muss jeder für sich auf jeden Fall selber wissen, ob man dann hier alle drei Belohnungen pro Insel einsammeln kann, falls es das überhaupt gibt. Oder ob man dann direkt halt auf die nächste Ebene switcht, wenn man die erste Belohnung bekommen hat. Und dann stellen sich wahrscheinlich auch noch einige Leute von euch die Frage, wie kommt man denn überhaupt an diese Schlüssel? Und zwar ist es auf jeden Fall so, dass man das Ganze hier wieder durch diese ganzen Tagesquest-Truhen bekommen kann und zwar ist es so, dass man hier pro Tour 6 von diesen Schlüssel erhält, also bekommt man dann pro Tag insgesamt 30 Stück, was auf jeden Fall schon mal eine gute Sache ist. Und dann ist es auf jeden Fall noch so, dass wir hier auf der rechten Seite diesen Austauschshop haben und zwar kennen wir das ja aus den meisten Events, ist hier immer dasselbe und zwar kann man sich dann lila, eine goldene, rote Embleme holen, dann haben wir hier wieder ein paar Futterhelden bei, hier haben wir ein paar Rüstungsteile drin, T1, T2 und sogar T3 Steine, was auch eine coole Sache ist, dann haben wir hier die goldenen und die roten Embleme für die Gravuren. Ist auch auf jeden Fall eine coole Sache. Die ja, Schriftrollen, die Wechselschriftrollen, ich denke mal, die sind jetzt nicht so beliebt. Hotelmünzen sind auf jeden Fall auch nice. Die verdrehten Essenzen auch cool. Dann haben wir hier noch ein paar Dinger für die ganzen Artefakte. Zwillinge sind auf jeden Fall eine nice Sache. Mihira auch gut. Mortas auch nicht schlecht. Und ja, Tasi, Raku sind auf jeden Fall auch in Ordnung. Toran auch. Also auf jeden Fall eine mega gute Auswahl, so wie ich finde. Und ja, Leute, ansonsten soll es auf jeden Fall gewesen sein von dem Event. Also ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache, dass man hier wieder ein bisschen Auswahl hat. Und ich finde das auch eine echt nice Sache, dass man sich jetzt hier drei Belohnungen aussuchen kann. Eine kann man dann davon ziehen und dass man dann hier auch die Früchte rausbekommen kann. Ja, für dieses Event, finde ich, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach echt eine coole Idee, ist auf jeden Fall ein cooles Event, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und dann, ja, würde ich sagen, soll es gewesen sein von dem Video. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos, macht's bis dorthin auf jeden Fall gut und ciao.